Wir sind hier auf der Palliativstation der Medizinischen Hochschule Hannover. Wir versorgen hier Menschen, die in einer schwierigen Lebenssituation und Krankheitssituation sind, die am Ende ihres Lebensweges angelangt sind. Und unser großes Ziel ist, dass diese Patienten nicht nur einen möglichst friedvollen letzten Weg haben, sondern auch bis zum Schluss noch leben können. Das Projekt besteht jetzt daraus, dass meine Kollegin einen Hund hat ausbilden lassen, der als Besuchshund unsere Patienten besucht. Der Plan ist, dass einmal die Woche dieser Hund kommt. Und ich bin bisher begeistert, wie das angenommen wird, wie glücklich unsere Patienten sind und auch die Mitarbeiter sind, sobald der Hund da ist oder sobald wir wissen, dass der Hund kommt, schon in einer besseren Stimmung. Das ist auch schön. Das war meine Idee, weil ich einen Patienten hatte, der einen Hund hatte und der sehr wichtig für ihn war und er konnte sich halt eben nicht mehr verabschieden, weil er hier verstorben ist. Und dann habe ich überlegt, wie kann man da einen Weg schaffen, um diesen Patienten vielleicht eine Alternative zu schaffen. Und das sind viele mit Hund und jetzt auch ich selber mit dem Hund weiß ja, wie wichtig einem so ein Tier ist. Die Patienten fangen an zu weinen, wenn die Hunde reinkommen, weil sie so gerührt sind und weil sie sich so freuen und manchmal, weil sie auch so emotional sind, weil sie eben ihre eigenen Tiere nicht mehr verabschieden können und so ist es eine Alternative. Und ich finde das sehr schön, weil es ist ein Hautkontakt, die einfach gut tut. So was Warmes und sowas. Der ist ja so lieb. Also jedes Mal, wenn ich durch die Tür gehe, bin ich tierisch stolz. Und die Patienten sind total gerührt. Also wie schon gesagt, die fangen an zu weinen oder die Angehörigen fangen an zu weinen, weil ihre Patienten so glücklich sind, wenn sie mit dem Hund kuschelnd im Bett liegen und die einfach lächeln, weil sie so froh sind, dass die sehen, dass sie nochmal glücklich sind und da geht dann natürlich das Herz auf. Es gibt ein Konzept, das unsere Hygiene schon mal entwickelt hat, das für einen Therapiehund erstellt worden ist. Das wurde angepasst für den Besuchshund, den wir hier bei uns beschäftigen. Der Hund muss regelmäßig untersucht werden, auch auf diese Keime, auch muss er regelmäßig seinen Flohschutz, Impfung und all diese Dinge haben. Wir müssen die Zimmer hinterher reinigen lassen. Der Hund darf hier nicht gefüttert werden, auch keine Leckerlis bekommen. Der soll die Patienten und uns möglichst nicht belecken. Wenn das doch passiert, was natürlich immer mal passiert, dann muss man eben diese Körperteile hinterher reinigen. Das bedeutet, es ist schon auch ein gewisser Aufwand, der zu erfüllen ist. Die Hunde sind entsprechend, werden auf ihr Wesen geprüft. Die sind 4- oder 5-mal in unseren Trainingseinheiten dann zugegen. Die Hunde werden mit, sage ich mal, auch Extremsituationen, dass 5 oder 6 Menschen auf sie zukommen, konfrontiert. Sie müssen sich dabei ruhig verhalten, dann an Rollatoren sich gewöhnen, an Stöcke, an Blindenstöcke, an wedelnde Gegenstände. Also so die Umwelteinflüsse dürfen die Hunde nicht beeinflussen. Die Hunde, das ist in den Tagespflegen und Altenheimen nicht, die müssen einmal im Jahr so einen Abstrich gegen den Krankenhauskeim machen lassen. Und dieser Krankenhauskeim oder der Test ist ja extrem teuer. Der kostet so um die 300 Euro für einen Hund. Und wir haben jetzt speziell 4 Hunde, die in die Palliativstation gehen werden. Also einmal hier in der MH, dann ist auch im Hildesheimer Krankenhaus geplant, dass wir da Besuche machen. Und für diese 4 Hunde muss natürlich entsprechend dann auch dieser Abstrich bezahlt werden und finanziert werden. Und da sind wir halt auch für Spenden jederzeit offen und dankbar.